So, Frage. Du siehst da einen alten Mann mit Hut. Für den Fall, dass du den zum ersten Mal siehst. Für den Fall, dass du ihm noch nie begegnet bist. Wie nimmst du diesen Typen wahr? Erstmal einigermaßen neutral. Willst du dir erst ein Urteil bilden oder hast du sofort 20, 30 Vorurteile, wenn du diese Fratze siehst? Wenn ja, warum? Bist du grundsätzlich bereit, dann diese Vorurteile zu hinterfragen, wenn du die Möglichkeit dazu bekommst? Oder wirst du sagen, der Mensch hat nie eine Chance, den ersten Eindruck, den er hinterlässt, zu korrigieren. Ja, die liebe Wahrnehmung, in der das schöne Wort wahr steckt. Was ist wahr? Das, wenn wir schon wüssten. Ja, sorry, eigentlich treffe ich nur Menschen, die die Wahrheit kennen und sich auch ganz sicher sind, dass sie sie kennen. Irgendwie bin ich der Dödel, der Nicht-Checker, der Nicht-Durchblicker, der immer was feststellt. Ja, könnte vielleicht das Gegenteil genauso wahr sein? Könnte mein Gesprächspartner recht haben? Warum beschäftige ich mich geradezu wie ein Suchtkranker? Ja, ich schließe nicht aus, dass das bei mir pathologisch ist, also psychisch bedingt. Wieso beschäftige ich mich so sehr mit der Wahrheit, mit der Suche nach der Wahrheit, mit den Möglichkeiten, sich Wahrheiten zu nähern, wenn ich jeden Tag mehr den Eindruck bekomme, ich werde nicht schlauer, im Gegenteil. Jede einzelne Frage, die ich mir stelle und mit der ich mich dann beschäftige, hat nur zur Folge, dass neue Fragen auftauchen, was mir durchaus sehr viel Spaß macht, was ich genieße. Weil dann geht es ja weiter im Befriedigen meiner Sucht. Dann stürze ich mich auf die nächste Frage und habe wieder Spaß. Das ist wie Sport, das ist wie Tischtennis, wie Ping-Pong. Ein Ball rüber, schauen, wie kommt der drüben an. Ist es direkt ein Punkt, wird er zurückgespielt, wie muss ich weiterspielen? Was muss ich ändern, damit ich zum Punkt komme oder wenigstens den Ball im Spiel halte? Also das Nachdenken, das mit Gedanken spielen, ist eine wunderschöne Sache. Ich muss nur immer unheimlich aufpassen, dass ich nicht die Geduld verliere oder frustig werde, wenn ich so den Eindruck habe, jemand spielt nicht so richtig mit. Jemand möchte gerne so tun, als hätte er gerade 5 Punkte hintereinander gemacht und ich habe überhaupt nicht den Eindruck, dass er mir bei meinem Spiel gut tut. Ich möchte ja eigentlich genau genommen, wenn ich mit jemandem diskutiere, eben nicht gewinnen. Das ist übrigens längst auch beim Tischtennis so. Sondern ich möchte mich fit halten, im Tischtennis hauptsächlich körperlich fit, meine Kniearthrose einigermaßen bekämpfen oder wenigstens dafür sorgen, dass es nicht allzu sehr schlimmer wird, aber auch
Ping-Pong ist natürlich eine Kopfsache. Sehr, sehr viel. Ich habe heute zufällig ein Spiel gesehen. Dang Chu. Ich glaube, dass der jüngere von den beiden Brüdern, jedenfalls der, der Penholder spielt, mit der unheimlich guten Penholder-Rückhand gegen Asar. Und ich persönlich habe das Spiel so gesehen, Dang Chu war erkennbar der Bessere. Hat aber mindestens zwei Sätze dann aus Kopfgründen verloren. Zwei oder drei hat er souverän überlegen gespielt und einen Satz hat er 6-2 geführt und dann, ich glaube, aus dem Kopf heraus verloren und das war der Satz, der es dann letzten Endes ausgemacht hat, der ihn auf die Verliererstraße gebracht hat. Also Tischtennis ist Kopfsache, das wissen wir. Und mein Gedanken-Ping-Pong, da versuche ich erst recht einer eventuellen Altersdemenz vorzubeugen, falls man das durch viel Nachdenken kann. Ich hoffe schon. Also ich habe ja Spaß dran und ich will Spaß dran haben. Und es ist wieder wie im Tischtennis. Ich hatte schon immer mehr Spaß bei Leuten, die sich richtig gewehrt haben, die gut genug waren, meine Bälle zurückzubringen. Meistens war es mir wichtiger, einen guten, einen hoffentlich besseren Partner zu haben, als ich selber einer bin, weil man sich da am meisten verbessern kann. Und das wünsche ich mir eigentlich auch, wenn ich Diskussionspartner habe. Momentan in der Corona-Krise läuft das schlecht, weil ich muss mir die wenigen Gesprächspartner, die ich habe, auf dem Südstadtpark suchen und die Creme de la Creme läuft da nicht unbedingt herum. Ohne dass ich das jetzt in irgendeiner Weise wertend meine, denn das sind sicher alles ungeheuer sympathische, nette Leute. Und die haben sicherlich in ihrem Beruf eine Menge drauf. Aber es sind natürlich nicht die ausgesprochenen Hobbyphilosophen. Da, wenn ich da jemanden habe, der mir ein Argument adäquat zurückspielt, mit ein paar neuen Argumenten, die entweder meine Meinung noch mehr festigen oder aber ganz klar sagen, hallo, da musst du noch mal drüber nachdenken, da stimmt was nicht, da irrst du dich eventuell, da bist du auf dem berühmten Woodway, dem Holzweg. Warum tun wir uns so schwer mit dem Philosophieren? Ja, es ist eigentlich auch wieder wie im Tischtennis. Wenn ich da ein Spiel habe, wo ich weiß, das habe ich schnell gewonnen, dann ist das auch schnell langweilig. Und wenn ich mich philosophisch mit einem Thema beschäftige, wo ich weiß, das habe ich schnell geklärt, dann ist das auch langweilig. Ich will also entweder mit jemandem spielen, wo ich eine leichte Siegchance habe, aber ich muss mir viel einfallen lassen. Weil ich bin ja nicht der große Techniker. Ich brauche ja immer Taktik. Ich muss ja immer gucken, wo hat er seine Schwächen, wo hat er seine Stärken. Welchen meiner Bälle mag er am wenigsten? Und beim Nachdenken ist es für mich halt auch besonders spannend, wenn da was zurückkommt. Momentan treffe ich eigentlich nur Leute, die aus nachvollziehbaren Gründen einfach immer nur gewinnen wollen.
Das ist im Tischtennis an der Steinplatte so. Da gibt es tatsächlich mittlerweile die ersten, die mal gegen mich gewinnen oder sogar sicher gegen mich gewinnen. Weil ich halt nun mal recht unbeweglich geworden bin mit meinen Knien und weil ich überhaupt nicht bei Wind spielen kann. Was man auch schon wieder aufs Denken übertragen kann. Nämlich, dass man ein und dieselbe Geschichte aus unterschiedlichen Blickwinkeln sehen kann und auch sehen muss. Wenn man zum Beispiel sagt, wer ist der Beste an der Steinplatte und Wind, dann sage ich, das ist mein Freund Vladi. Der ist besser. Ich schließe nicht aus, dass mittlerweile meine Knie so schlimm geworden sind, dass er auch in der Tischtennishalle gegen mich gewinnen würde. Schließe ich nicht aus. Aber das wäre eine spannende Frage. Er geht sicher davon aus, dass er der bessere Spieler ist. Und das ist okay so. Habe ich kein Problem damit. Auch im Gedankenping-Pong, in der Diskussion, gibt es Menschen, die ganz von sich überzeugt sind? Ich bin der Klügste, ich weiß es besser, ich bin gesegnet. Die Frage stellt sich bei mir höchstens umgekehrt. Nämlich, wie doof bin ich immer noch? Weil das Bedürfnis, der Klügste zu sein oder klügerer zu sein, habe ich nicht. Das war ja im Tischtennis oft schon so, dass ich nicht das Bedürfnis hatte zu gewinnen, weil ich wusste, wenn ich gegen den gewinne, habe ich nichts dazugelernt oder wenig dazugelernt oder zu wenig dazugelernt. Lass mich lieber verlieren, dann weiß ich, das ist dein Partner, mit dem ich viel lernen kann. So ist es im Diskutieren auch. Ich bin auf der Suche nach Leuten, die mich abziehen. Die mich, um im Beispiel zu bleiben, 11-0 von der Platte fegen. Okay, wenn der Unterschied zu groß ist, das hat man auch im Tischtennis, dann bringt es nicht viel. Dann fliegen einem die Bälle nur so um die Ohren und man kommt nicht dazu, eine Gegenstrategie oder Gegenargumente, wenn es ums Diskutieren geht, zu entwickeln. Also am besten, aber man kann sich natürlich nicht raussuchen, ganz klar, am besten sind die Gesprächspartner, die Minimum auf dem gleichen Level sind. Also nicht der gleichen Meinung, wohlgemerkt. Da ist es auch wieder so. Nichts langweilt mich mehr, als wenn einer die gleiche Meinung hat wie ich und ständig was sagt, was ich längst weiß. Oder wo ich längst auch seiner Meinung bin. Es gibt da ja Weltmeister, die erzählen mir eine Viertelstunde Dinge und sind festen Glaubens, das wäre jetzt die Offenbarung, die sie da erzählt haben. Und ich wäre damit zum ersten Mal in meinem Leben einer Offenbarung begegnet und merken gar nicht, dass sie entweder Banalitäten erzählen, Kindergarten, oder aber sie merken nicht, dass sie mein Denken bestätigen in dem Glauben, sie würden mir widersprechen oder sie würden mir was ganz Neues erzählen. Fazit: Ich treffe zu viele Leute, denen es einfach nur darum geht, um was ganz Persönliches, nämlich um ihr Ego, um ihr Selbstbewusstsein.
Und dieses Selbstbewusstsein muss dadurch gestärkt werden, dass man Recht kriegt, dass man der Besserwisser ist und der Klugscheißer. Und das sind dann die Künstler, die am allerersten mir vorwerfen, ich bin der Klugscheißer. Und dabei habe ich überhaupt kein Interesse, ich sag's nochmal, nämlich aus dem Egoismus heraus, Neues dazu zu lernen, habe ich kein Interesse, es bereits vorher besser zu wissen oder überhaupt besser zu wissen. Ich habe ein Interesse daran, dass mir jemand sagt, du irrst, und ich habe die Argumente dafür. Und die kannst du jetzt kennenlernen, dann kannst du nochmal neu nachdenken und dann wirst du vielleicht sogar klüger. Gute Zeit. Und denkt mal drüber nach, was für euch wichtig ist, dazulernen oder bestätigt werden. Das eine heißt stehen bleiben, das andere heißt vorwärts kommen. Oder? Etwa nicht? Wie auch immer.